Hallo, ihr Lieben! Heute ist wieder eine Leinwand dran. Ich habe mal wieder die Leinwände ausgegraben und ich habe es bei einer anderen YouTuberin gesehen. Die verlinke ich euch selbstverständlich auch unten in der Infobox. Und äh, ist Kalli Kessi wieder. Da hatten wir letztens schon das Nordlicht. Und äh, da geht es darum, eine Leinwand zu verschönern mit einem Spruch. Den habe ich mir überlegt. Der am besten jetzt zu mir passt und ich habe Kopfhörer rein, Musik an, Welt aus. Also, es passt, glaube ich, zu mir ganz gut. Den Spruch habe ich auf einen ganz normalen Drucker ausgedruckt und den Spruch selber habe ich jetzt hinten schraffiert. Ich habe es alles ein bisschen schneller gemacht, weil sonst wäre das Video noch viel länger als eh schon. Also, dementsprechend, verzeiht mir und. Genau, dieses Schraffieren-Trick, äh, der war den, hatte dieselbe YouTuberin äh, von woanders schon bekommen gehabt, nämlich dass man dann das Ganze auf der Leinwand zum Beispiel übertragen kann, äh, was es halt viel, viel leichter macht, finde ich. Und äh, es hat sogar bei mir funktioniert. Ich probiere die Sachen ja zum Beispiel gerne aus, wenn ich sie woanders sehe, äh, ob sie jetzt wirklich so leicht sind, wie es scheint oder ob es vielleicht nur Schein ist. Und äh, aber ihr wisst, ich bin grobmotorisch veranlagt und ich finde das Ergebnis ist Bombe geworden. Ich mag sehr und lieb's. Und äh, werde es bestimmt auch noch mit einem anderen Spruch machen. Ja, und dann, äh, jetzt, wo die Sprüche so liegen, äh, mache ich natürlich dann mit einem Bleistift, fahre ich die einzelnen Buchstaben nach. Und dann überträgt sich das dadurch zum Beispiel auch ganz gut. Ähm, wie gesagt, dadurch kann man zum Beispiel, wer, ich habe zum Beispiel eine total krakelige Schrift, dadurch kann man ein Stück weit für sich selber eine schöne Art halt finden, die man dann Sprüche eben zum Beispiel überträgt. Es tut mir leid, mir fehlen irgendwie heute mehr die Worte. Aber ich gebe mir Mühe, dass das funktioniert jetzt mit dem Sprechen. Und äh, wenn ich schon nicht live spreche, dann möchte ich wenigstens das Nachvertonen besser funktioniert. Ich hoffe, euch gefällt auf jeden Fall das Video hier ähm, und darf mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar, äh, ein Abo. Ich freue mich sehr drüber und hoffe. Dass ihr da so ein bisschen Spaß dran habt und vielleicht auch ausprobiert. Ich bin auf Instagram, auf Facebook und auf TikTok. Also auf Instagram könnt ihr mir gerne, falls ihr das auch ausprobiert, gerne mich verlinken oder mir direkt schicken. Ich freue mich sehr drüber, wenn ich dann sehe, wie ihr die Sachen vielleicht auch macht, was ihr zum Beispiel für Sprüche macht oder, oder, oder. Ne? Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, das Ganze dann zu verschönern. Ich habe ein paar Sachen rausgeschnitten. Wie gesagt, das Video wäre sonst viel, viel länger. Es ist ein schönes DIY, finde ich, weil es äh, so ein bisschen auch entschleunigt das Ganze. Also man selber wird entschleunigt. Man hat so ein bisschen, wo man runterfährt, wo man jetzt eben die Buchstaben äh, umrandet. Äh, ich habe die ganzen Buchstaben dann mit so einem ganz feinen Edding genommen. Äh, den habe ich jetzt in Silber umrandet. Es hätte jetzt vielleicht auch gleich das Schwarz sein können, ist letztendlich auch Wurst. Ihr werdet das Ergebnis sehen, deswegen werdet ihr wahrscheinlich noch nicht ganz verstehen, was ich jetzt meine. Ich habe es auf jeden Fall mit Silber umrandet und das Ganze dann mit Silber ausgemalt. Und nachdem ich das Silber ausgemalt habe, habe ich das Ganze nochmal in Schwarz umrandet. Ich weiß nicht, ob es genauso geworden wäre, wenn ich jetzt gleich das Schwarz genommen wäre, weil wenn ich mit Silber ja nochmal drüber male, wäre es wahrscheinlich genauso blöd gewesen. Also dementsprechend probiert es gerne aus, welche Reihenfolge für euch jetzt am besten ist. Ich habe hier auch erst überlegt, ob ich nur die Anfangsbuchstaben oder die Ausrufezeichen eben ausmale und den Rest dann so lasse. Hab mich dann aber, wie ihr ja im Endergebnis dann auch seht, äh, ich habe es auch schon ins Titelbild reingemacht, wie es aussieht, ähm, habe ich mich dann dagegen entschieden, aufgrund dessen, weil das für mich anders schöner wirkte. Ich hatte erst überlegt eben, weil man braucht ja immer so diese Akzente. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man dann manchmal so die Großbuchstaben sind halt äh, oder die ersten Buchstaben sind halt immer größer. Und also ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wer so ein bisschen nah so sich damit mal auseinandergesetzt hat. Aber wie gesagt, das war jetzt für mich dann doch nicht das, was ich jetzt zum Beispiel gerne wollte und habe dann dementsprechend dann doch alle gemacht. Ich habe also alle Buchstaben erst mit dem silbernen umrandet, dann habe ich mit Silber ausgemalt, dann habe ich alles nochmal schwarz umrandet. Wie gesagt, das Schwarz, glaube ich, hätte ich auch gleich nehmen können, aber das ist Ansichtssache, auf das Ergebnis kommt es an. Und da muss ich sagen, wirkte das schon mega. Ich habe es wirklich schon geliebt, weil das irgendwie so, das leuchtete mich so schön an und das hatte so eine schöne, tolle Ästhetik äh, da jetzt. Also, wie gesagt, ich liebe es. Ich finde das Ergebnis auch so, so schön. Ich werde es auch behalten. Ich wollte es ursprünglich verschenken, weil mir sofort jemand eingefallen ist, äh, wo es gepasst hätte. Aber ich habe mich jetzt entschieden, ich behalte es. Ich werde noch ein neues machen. Wo vielleicht nochmal ein noch passender Spruch zum Beispiel draufsteht. Und äh, dann freut diejenige sich hoffentlich auch drüber. Und ja, dementsprechend habe ich da einen Moment dran gesessen. Ich habe wie mal logischerweise meine Hörbücher gehört. Ich liebe ich höre ja aktuell immer Bücher, die ich schon kenne, damit ich halt auch sowohl basteln als auch zuhören kann. Es gibt halt. Sachen, die können wir nicht gleichzeitig, also ich zumindest nicht. <laughs> aber äh, ja, also es hat immer was unglaublich Schönes. Ich habe, glaube ich, einige Stunden, glaube ich, dran gesessen, mit Pause logischerweise. Ähm, aber das ist für mich sowas Schönes gewesen jetzt. Ähm, ich werde es nochmal machen, weil ich es schön finde. Also vielen lieben Dank an die YouTuberin äh, Kalli Kessi, weil ich mag es. Sie hat es gezeigt, ich habe es nachgemacht und ich habe es für gut befunden. Ja, dann brauchen wir für das ganze DIY noch Crepe. Und da wird jetzt der... St Schriftzug abgeklebt, aber nicht komplett letztendlich. Also, also ja, der Schriftzug wird schon komplett überklebt, ähm, mit ein bisschen oben und unten auch noch ein bisschen Luft, damit es halt so eine schöne Kante auch dann ergibt. Ähm, schön darauf achten, dass es gerade ist. Und so ein bisschen am Rand drüber lassen, damit man es gut abziehen kann dann später. Und ich muss an den Kanten, wo ich es jetzt so hinklebe. Also wo die Ausrufezeichen sind jetzt, ich hoffe, das seht ihr, was ich meine. Ähm, muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, dass es glatter wird. Aber es ist trotzdem glatt geworden. Aber wer weiß, dass es schief ist, der sieht's auch. Ne? Also. <laughs> Aber wie gesagt, ich finde es trotzdem sehr, sehr schön. Ich habe es, glaube ich, noch ganz gut gerettet. Ich habe noch nicht die komplett perfekte Technik da jetzt rausgefunden. Aber wie gesagt, äh, ich habe es gut abbekommen dann. Ihr müsst nur darauf achten, dass eben das Ganze über den Rand mit drüber geht, damit ihr eine Chance habt, äh, weil jetzt kommt, wenn nämlich alles abgeklebt ist, kommt nämlich dann ähm, Strukturpaste drauf. Ich habe mich wieder für die feine Strukturpaste entschieden. Meine war ja alle. Ich konnte ja das eine Projekt nur dürftig machen. Auch das werde ich noch mal machen. Das habe ich glaube ich vor zwei drei Wochen glaube ich hochgeladen, wo ich mit Epoxidharz und Strukturpaste das Ganze gemacht habe. Und ja dementsprechend äh, musste ich mir neue holen und das habe ich dann natürlich gemacht und habe mich wieder für die Feine entschieden, weil ich die sehr angenehm finde, von der Art her, wie man es verarbeiten kann. Und genau, also dementsprechend, da kommt jetzt, wie gesagt, dann die Strukturpaste drauf. Ich habe da auch schon die Spachtel liegen. Die Spachtel habe ich irgendwann mal bekommen und die haben mir jetzt schon so manches Mal mein Leben gerettet in einigen DIYs, wo ich dann immer so ein bisschen das gut gebrauchen konnte. Ja, ich habe wieder die normale genommen, die ich jetzt äh, beim letzten Mal auch hatte. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, warum soll ich dann was anderes nehmen. Hatte zwar auch bei anderen, anderen Herstellern geschaut, aber sowohl preislich als auch von der Menge her war das für mich jetzt vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, auch die Qualität war in Ordnung. Und ja, ja das Ganze wird dann äh, auf der Leinwand verteilt. Ich habe jetzt, äh, klar kommt was auf das Krepp, das gehört mit dazu, aber ich habe es jetzt nicht bewusst über das Krepp geschoben. Ähm, weil warum soll ich jetzt Strukturpaste verschleudern, wenn ich weiß, dass ich das sowieso wieder abziehe. Aber logischerweise, die Kanten müssen bedeckt sein, damit diese äh, schönen Kanten dann auch zur Geltung kommen. Und die Ränder nicht vergessen. Das ist immer so ein bisschen meine Schwachstelle. Aber ich habe... Diesmal habe ich gut dran gedacht und dann das Ganze wunderschön glatt streichen. Ich habe es bewusst ein bisschen unordentlicher gelassen, aufgrund dessen, weil ich äh, das Ganze äh, natürlicher gestalten wollte. Dann habe ich mir auch einen Pinsel genommen, beziehungsweise die Rückseite, und habe mir da ein eine Struktur überlegt, die ich dort gerne rein haben wollte. Das heißt, ich habe die Rückseite jetzt genommen und da das ja bei mir so ein bisschen um Musik geht, habe ich dort also so eine Notenlinien reingemalt. Logischerweise nicht ganz abgezählt, die hätte ich da jetzt so nicht hinbekommen, aber das war okay. Dann habe ich versucht, eine Note reinzumalen, die hat jetzt so nicht funktioniert und der Vorteil einer Strukturpaste ist, kann sie wieder wegmachen, und äh, dadurch habe ich es nochmal probiert, dann habe ich versucht einen Notenschlüssel zu machen, bin ich ein bisschen dran gescheitert, habe also äh, da so ein bisschen gedacht, oh Gott, was denkt jetzt wohl mein Keyboardlehrer, was hat er die letzten Jahre mit mir gemacht, dass ich nicht mal weiß, wie dieser Notenschlüssel geht. Habe also mit dem Handy das Ganze nochmal gegoogelt, wie funktioniert es jetzt am besten und dann habe ich es in Angriff genommen und dann hat es auch funktioniert. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, ich bin da total dusselig, aber ich glaube, wer den Notenschlüssel gleich sieht, ähm, ich wusste nicht, wie ich langfahren soll. Dann habe ich mit dem Pinsel immer kleinere Strecken genommen, weil man nimmt ja immer so ein bisschen Produkt von der Strukturpaste weg. Und ähm, das habe ich dann den Rest immer dann eben in so ein Zewa reingewischt. Ähm, Und Dadurch sahen die Linien auch ein bisschen besser aus, als wenn ich jetzt alles an einem Rutsch gemacht hätte. Man muss natürlich so ein bisschen schauen, dass man natürlich äh, trotzdem diese, diese Rillen der, des Notenschlüssels zum Beispiel dann ähm, trotzdem schön gerade hinbekommt. Also dass da eine gewisse, dass man es auch erkennt. Also, darum geht es ja eigentlich. Äh, falls euch das irgendwie anders, besser gefällt, macht's. Ihr habt da alle Möglichkeiten dieser Welt. Ich habe ja mit Strukturpasta schon einiges gemacht. Ich habe ein Unendlichkeitszeichen gemacht. Ich habe ein Herz gemacht. Ich habe diese typischen Formen, diese Rillen äh, mit diesen Bögen, falls ihr euch das was sagt. Guckt gerne auf meinem Kanal. Da müssten mittlerweile drei Videos davon sein. Und jetzt das vierte Video, wo ich mit Strukturpasta arbeite. Ich finde es. Unglaublich vielfältig, was ich überhaupt nicht gedacht hätte. Habe jetzt auch noch ein, zwei Ideen, die ich äh, so in, im Hinterkopf habe, die ich glaube ich damit auch noch machen werde. Und genau, hier fülle ich jetzt noch den Rest der Notenlinien auf es versucht, alles so ein bisschen erstens freihändig. Es soll ja eine gewisse Natürlichkeit, Freiheit haben und es ist ja auch Strukturpaste, die soll halt so ein bisschen grober aussehen. Also, aber wie gesagt, ist alles Geschmackssache. Ihr habt alle Freiheiten, was euch einfällt, damit zu machen. Macht, tobt euch damit aus. Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, wenn man sich da so ein bisschen austoben darf. Ja, jetzt nehme ich dann noch das äh, Kreppband ab. Wie sage ich es am besten? <laughs> mir fehlen gerade die Worte, es tut mir leid. Ich habe es minimal antrocknen lassen, aber auch wirklich nur minimal. Äh, und ähm, weil komplett antrocknen, glaube ich, wäre nicht gut gewesen. Das wäre dann weggebröckelt. Aber so ziehe ich es jetzt ab. Und ihr seht schon das Ergebnis. Ich lieb's, ich lieb's. Und dann wird es getrocknet. Ich habe es ein, zwei Tage trocknen lassen, weil ich mir nicht sicher war, was ich jetzt mache. Und das als Hintergrund, ich war mir nicht sicher, ob ich das jetzt in Weiß so lasse, wie es jetzt ist, oder ob ich zum Beispiel nur die Noten nochmal irgendwie farbig gestalte oder ob ich statt der Noten den Rest irgendwie farblich äh, in Szene setze. War ich mir überhaupt nicht sicher, deswegen musste ich es im Moment liegen lassen, damit ich es erstmal wirken lassen kann. Habe es dann auch, als es getrocknet war, habe ich es dann auch äh, überall mal hingestellt, habe geguckt, wie wirkt es gerade. Was würde jetzt helfen? Oder soll ich es einfach so lassen? Und aber erstmal so fand ich das Ergebnis schon richtig, richtig schön. Also, ich hoffe, ähm, ihr seht es genauso. Ich finde es, wie gesagt, schön. <laughs> ja, und nachdem ich mich dann entschieden hatte, dass ich doch noch was äh, dran machen möchte, habe ich versucht, das Ganze den Notenschlüssel, die Noten jeweils äh, mit den gleichen Farben, die ich auch schon beim Spruch dann genutzt habe, auch noch auf den Noten irgendwie zu verinnerlichen oder äh, ja, mir fehlen die Worte. Es tut mir leid, äh, aber ich will auch nicht von vorne anfangen. Aber ähm, ich muss dazu sagen, ich habe ja bei den äh, Spruch selber habe ich Acrylstifte äh, genommen, das heißt von Edding. Das sind einmal die schmalen und einmal die etwas dickeren gewesen. Ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass ich es echt anstrengend finde, immer dieses Nachpumpen der Farbe. Aber es hat leider nicht so richtig funktioniert auf der Strukturpaste. Ich habe so ein bisschen vor mich hingekämpft und hatte ja nur, weil ich schon angefangen hatte, habe ich mich auch weiter gekämpft. In der Hoffnung, dass ich wenigstens so ein halbwegs akzeptables Ergebnis dann hinbekomme. Und fand es aber sehr frustrierend. Und habe dann später, noch so ein bisschen, nachdem ich es jetzt so hatte, äh, habe ich festgestellt, okay, ich probiere es jetzt nochmal mit Acrylfarbe. Ich habe ja diese acrylic -Farben, die ja ein bisschen flüssiger, feiner sind. Ähm, die habe ich dann also genommen und habe dann versucht, das ganze Desaster, was ich ja in der Zeit schon mal angerichtet hatte, ähm, dann zu korrigieren und habe also das Schwarze zum Beispiel mehr mit Silber äh, gemacht. Es ist nicht komplett deckend. Muss aber dazu sagen, das war von Anfang an auch nicht meine Intention. Ich wollte schon, ich hatte ja ursprünglich, wenn ich jetzt zum Beispiel die äh, Notenlinien oder das andere statt der Noten farbig gemacht hätte, hätte ich zum Beispiel so ein, so ein Schwämmchen genommen und hätte da drauf gepinselt und hätte es eben auch nicht flächendeckend richtig komplett äh, dicht gemacht, sondern eben auch nur wie einmal streicht man über eine Raufaser zum Beispiel, ne? Und dadurch äh, ist das Ergebnis für mich wunderschön. Ich zeige es euch gleich auch noch zum Schluss, weil wir sind fast durch. Äh, ich hoffe, ihr seid bis zum Ende dran geblieben. Äh, schreibt mir gerne, wer bis zum Ende dran geblieben ist und auch durchgeschaut hat. Und, aber hier seht ihr auf jeden Fall noch das Ergebnis. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Sonntag jetzt noch. Und lasst euch den Sommer ordentlich auf dem Pelz scheinen. Ich bin nicht so der Wärmetyp, aber ich weiß, dass es ganz viele sind. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und bis bald. Tschüss.